Und damit, liebe Leute, begrüße ich euch ganz herzlich zurück zu Monster Hunter Rise. Im letzten Part haben wir einen Affen erlegt und ich dachte mir, ja gut, wenn du jetzt den Affen erlegt hast, warum guckst du nicht mal hier noch rum? Und ey, Leute, ich habe was gefunden. Ich habe nämlich endlich den Händler gefunden für meine Begleiter. Und ja, man glaubt, es kommt. Ich habe es wirklich geschafft. Ja, das ist kein Witz. Und ich möchte meine Begleiter jetzt ein bisschen ausrüsten und das noch zusätzlich hinzukommt, dass wir das heute alles dann sogar noch in einem Multiplayer-Spiel in Kombination bringen. Ja, denn der White Moon ist wieder mit dabei. Hallo, White Moon. Hallo. So, ich bin jetzt gerade nur am gucken, was ich da am ehesten nehme. Machen wir gleich den Tetranadon, den Bichatten, den wollte ich jetzt nicht. Ah, nehme ich den Tetranadon. Ah, gut, da warte mal, da brauche ich eins, zwei. Ah, da kriege ich das Set nicht vollständig, da auch nicht. Dann nehmen wir den Tetranadon, da kriegte ich jedenfalls eine bessere Waffe. Möchtest du das ausrüsten? Die Mütze oder die Rüstung? Nehmen wir erstmal die Mütze. Ja, gut, der Rest, der fehlt mir. Aber ist jetzt erstmal egal. Und Palamutten-Ausrüstung, was haben wir da? Da könnte ich den... Ah, schade. Da habe ich nicht so viel da. Habe ich hier. Oh, hier kann ich den Palamutten perfekt ausrüsten. Ah, oh, da ist mein Palamutte jetzt auch erstmal... gegen Reste tauschen. Was reicht denn für Reste noch da? So, gucken wir mal ganz kurz. Erzreste. Was kriege ich dann dafür? Okay. Ja, tauschen wir einfach mal die Erzreste aus. Ich weiß gar nicht, was kann ich mit den Erzresten anfangen? Die Erzresten wie die ganzen anderen Monstermaterialreste, um dann, wie gesagt, mit diesen Resten die Ausrüstung für deine Buddies zu schmieden. Die Rüstung braucht jeweils immer einen Rest und die Waffe braucht dann in den meisten Fällen immer zwei von diesem Rest, von diesem Monsterrest. Diese Reste kannst du ganz einfach kriegen, indem du Monstermaterialien zu Reste verarbeitest. Das kannst du auch bei der Schmiedkatze machen. Achso, ich habe jetzt die teuren Sachen genommen. Ha! Die Käsureste. Achso, warte mal. Ha! Tetranadon-Reste. Mal gucken. Gegen Reste tauschen. Tetranadon-Reste. Habe ich da irgendwas? Und wenn du keine Reste hast, dann kannst du einfach austauschen. Deine Materialien, die du vom Tetranadon noch übrig hast, die du vielleicht nicht brauchst, kannst du in Reste umwandeln bei der Katze. Ah. Ich brauche, glaube ich, nur einmal. So, ich glaube, das reicht schon. Palico-Ausrüstung. Jawohl, hat er gleich das Set vollständig. Yes! So. Alle Sets voll. Und dann. Wieso ist Lithium dabei? Keine Ahnung, ich kenne den, ne? Bist du ein Lüster? Da muss ich nochmal zumachen und nochmal neu aufmachen. Okay. Hm. Dann, Online-Spiel. Okay, du mit dem. Das Lager. Ist mir egal. Möchtest du das aktuelle Lager verlassen? Yep. So, dann gebe ich da einen Passcode ein. Hostwirt Quest. Gleiche Sprache. Anzahl der Spieler. 2. Erstellen. Und das Passwort ist 1221. Okay, also 1221. 1221, okay. Könnt ihr das auch mal sehen, wie das dann so in dem Augenblick abgeht? Weil der andere Spieler war definitiv kein Spieler, der ein Kanalmitglied ist. Und deswegen möchte ich das natürlich auch fair halten. Lager suchen, ja. Ja, Lager wird noch erstellt. Lager wird noch erstellt, deswegen. Was sagst du zu 12? Lager ist erstellt. Ja, 1221. Gut, 1221. 1221. Ja. Nee, dauert noch. Es könnte kein Lager gefunden werden. Hm. 12, 21. Ja, das ist das Passwort. Mein Lager müsstest du eigentlich sehen. Achso, warte mal. Das war nicht die ID. Okay. Ach ja, hier ist okay, alles klar. Hm. Okay, warte, jetzt müsste es klappen.
Ja, es lädt. Ja, jetzt geht's. Wieder ausgelernt, hey. So, Dango-Essen habe ich drin. So. Ja, ich habe auch schon Essen dran. So, was Diese ich aber Schalter. laufen könnte. Städtequest, Stufe 1. Überfall auf den Frostinseln, gemeiner Buggy. Können wir gerne gleich den machen. Lagombi Buggy? Okay, dann nehmen wir den Frostbuggy machen Buggy. kann gut gehen, genau. So, warte mal, meine Truhe. Ich muss mal was wechseln. So, Quest ist erstellt. Optionale Nebenquest habe ich drin. Wunderbar. Ausrüstung ändern. Pileliko. Alles klar. Okay. Dann. Achso, ich muss ja. Ich muss erstmal zur Quest annehmen. Ready? Dann lass uns zur nächsten Quest aufbrechen. Oh ja. Ach, der Buggy mit seinem Scheißschlaf. Pulver, Schlaf, Nebel, was auch immer. Keine Sorge, die machen wir jetzt locker platt. Na, auf jeden Fall. Oh, meine Aus ist auch noch mal ein bisschen gesteigert seit dem letzten Mal. Sollte also ganz gut klappen. So. Ich geh dich aus der Da Truhe. vorne ist er ja schon, oder? Oh. Ja, nee, ist klar. Ich komme. Au. So, ja. Ah ne, das sind Izuki. Naja, egal. Ja, Großbuggies. Ja. Der sieht aber so ähnlich aus. Ach ja, genau, der ist gerade in der 10 oben. Ja. Ich hoffe, die ganze Zeit in der Luft rum, jawohl. Mann! Aber wenn wir das machen, dann werden wir gleich zur 10. Jetzt sind wir schon dran, jetzt machen wir die auch noch platt. Na gut. Wir sind ja jetzt schon bei weitem stärker. Auf jeden Fall. Nicht so wie letztens noch. Autsch. So. Nein, also irgendwie habe ich halt mit Ziel nicht gerade so. Komm, jetzt kriegst du es hier schön erstmal mit der X-Taste zu tun. Ja, renn mich doch um, du blödes Ding. Ja, irgendwelche Probleme, ja. Alter, Zeit schweift, dann nervt es ja. Kann immer stören, ne? Also es ist schlimm. Ich möchte ihm gerne seinen Schwanz abhauen. Nee, ich weiß nicht, ob das bei den kleinen Monstern auch geht. Bei den ich weiß nur, es geht bei den großen auch, bei den ganz kleinen ja weiß schon. Das habe ich zumindest bis jetzt auch noch nie hingekriegt. Ja, ich bin natürlich genau reingerollt, ich Idiot. Ah, ich weiche mal ganz kurz aus. Ich glaube, der hat's auf mich gerade abgesehen. Jawohl, da hat's hingehört. Oh, sehr schön.
und schön draufhauen. Was? Jetzt hau da. Jetzt hau da. Du kannst aber mal knicken, Junge. Hä? Was hat mich da jetzt erwischt? Ah, der Fisch! Ja, also diese komischen Fische, die kann ich auch. Blöder Fisch, hau ab. So, mal kurz was trinken. Oh ja, scheiden bis auf. Dann kann ich noch mal ganz kurz ein bisschen schmieden. Hat sich verschlafen gelegt. Na, dann komm ich doch gleich mal und zünde mal meine Super-Anpacken hier. Ja, da ist ein Gefechtplatz hier. Ja, spuck du mal ruhig rum. Und jetzt wieder drauf da. Ja, jetzt meine ich schon gut. Jetzt muss ich mich schaffen. Keucht der schon oder noch nicht? Ja, der keucht schon. Auf der Karte blinkt er schon so blau. Also. Er ist gut wie am Ende. Aber ich würde nicht gedacht, ob es in die Fallen mal zu zeigen wegen Fang. Nee. Naja. Das war's. Nur oh, süßer hat keine Zähne gehabt. So, das war jetzt Nummer 1. Der optional. Ja, ein bisschen Zeit haben wir ja noch, ne? Ja, natürlich. Das sind ja eh solche Special Parts, die können so ein bisschen länger sein. So, wo ist denn da jetzt der Buggy? Was sind das hier für Blasen? Heilblase? Oh. Von meiner Katze, ja. Oh, du hast mal daran gedacht, deine Katze mit Heilung auszustatten? Nee, das macht sie automatisch in ihrem hier. Das macht sie von alleine. Obwohl sie eigentlich eine Sammlerkatze ist, macht sie ja trotzdem auch Heilblasen. Ach, jetzt sehe ich, wo das 4 ist. Und dann. Was ist das für ein Gebiet? Die 11? Oder wie? Auf jeden Fall ganz hinten rechts. Im Unterirdischen. So. Muss ich erst die 10, dann ist das 12. Plus 45% Angriffskraft, das ist auch schon mal super. Oh, das. Ja, schon, das ist ja auch die Angriffsfische. Ja. Ja, das ist immer sehr viel wert. Nein, Ausdauer, ja. Oh, da sind wieder Angriffsfische. Und Verteidigungsfische sind ja hier auch ab und zu dazwischen. Ich glaube, Heilfische gab es auch. Ja, ja, das sind die grünen. Ach, er ist wieder unten. Ja, in der 11 ist das so. Naja, ich kann ein bisschen rutschen. Jawohl. So, Ausdauer mitnehmen. Gucken wir mal, wie lange man für den braucht. Vielleicht also 10, 12 Minuten. Ja, ich denke mal, es geht schneller. Naja, ich glaube eher der, naja, sagen wir genauso lang ungefähr, weil das Groß Buggy, Groß Itsuchi, das sind halt diese Kleben. Groß Dinosaurier, also ja, ungefähr gleich lang. Also schneller glaube ich jetzt nicht. Ich glaube, der ist jetzt weg. Wobei, ja, der haut gerade so 10 ab, also umdrehen.
Ja, das habe ich auch, wenn ich offline spiele in der Story-Quest. Manchmal hauen die Viecher dann wieder ab, wo ich denke, ja, nee, ist klar, habe schon den ganzen Weg umsonst gemacht. Na gut, in der Story habe ich allerdings meinen Hund hier nicht. Na, Ich habe ja einen. naja. Ja, du. Ja, erstmal kurz Knochen sammeln. Jetzt ist es echt zu 10. Ernsthaft? Ja. Hätte ich ja eigentlich warten können, naja. Der könnte schneller gehen. Ich habe eine Feuerwaffe, der hat Feuerschwäche, das könnte vielleicht doch schneller gehen. In den Notizen kannst du ja bei den großen Monstern und Lehmmonstern ja immer in ihre Schwäche rangucken. Da weißt du, welche Elementschwächen die haben. Für mehr Damage. Ich weiß gar nicht mehr, was der nochmal konnte, aber. Der tut mit seinem komischen Atem hier einschläfern. Aber er tut hauptsächlich übelst physisch anhalten. Ja, gerade hat es meine Katze geschafft einzuschläfern. Zack, und jetzt wieder flucht. Ja, das sind halt immer solche Momente, ich weiß halt nicht, wann meine Katze es immer genau hinkriegt, deswegen ist es halt ein bisschen blöd, weil sowas kann man dann auch abteilen, wenn das Vieh einschläft und du hast zum Beispiel solche großen Explosionsfassbomben dabei, kannst du nochmal immens extra Schaden anrichten, weil die kannst du dann schön an seinen Kopf platzieren, während er schläft. Ja. So. Schön draufschlagen. Ja, aber geht um es halt runter so schnell. Oh, der humpelt schon. Was humpelt der denn? Oh, die Frage. Also fangbereit ist er noch nicht. Das heißt, er ist noch nicht so weit unten. Scheiße. Hab mich treffen lassen von seinem Schlaf. Solche Spucke. Na komm. Oh, komm, 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 ja. Ja, schön und drauf da. Zacker, so geht das. So, jetzt mal ganz kurz dip, dip und ein bisschen was trinken. Ja, ich stehe schön neben ihm, aber schlag auch zu, aber halt neben ihm. Ja. Also ich habe meine Choreografie geübt. Ja, sehr gut. Mann! Der ist auf jeden Fall schon fangbereit. Fangbereit? Ja, das ist meistens, wenn die nur noch so 10-20% HP haben. Das ist definitiv schlecht. Siehst du auf der Karte bei dem? Er hat dann so einen blauen, komischen, blinkenden Kopf. Was kann man, wenn man den gefangen hat? Ja, erstens erstmal die schnelle Quest mehr vorbei und gewisse Items droppen. Hast du bei manchen Items von den Gegnern hast du jeweils bessere Chancen, dass sie droppen, wenn du die Viecher fangen bist. Oder manche Sachen sogar nur, wenn sie fangen bist. Gewisse Items, was du dann halt brauchst zum Schmieden von Waffen und Ausrüstung. Meistens nur noch ein oder zwei Items, aber. Hab ich auch mal geguckt gehabt, da gibt's halt, wie gesagt, auch mal von einigen Monstern halt Ausrüstung, Materialien, wo du halt mehr Chancen, höhere Chancen drauf hast, dass es droppt, wenn es viel fangen bist. Ja, und wie gesagt, die Quest ist dann jetzt schon mal vorbei. Also, dauert noch. Allein weil du es nicht töten musst, geht es allgemein schneller und dann hast du die Abklingzeit, hast du ja dann am Ende nochmal eine Abschlusszeit von 6 Sekunden. Und beim Fangen sind es dann nur 20 Sekunden. Komm her, Schnucki, die schnappe ich mir.
Den schnappen wir uns doch. Das wäre doch gelacht, wenn wir den jetzt nicht kriegen hier. Ja, auf jeden Fall. Also siehst du, ganz oben rechts sehe ich gerade, hast du ja auch diese ganzen Monster, die gerade noch auf der Map sind, ganz oben rechts das Symbol. Da hast du ja unter dem Vieh hast du dieses blaue Monster-Schädel-Ding. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, weil du hast schon andere Einstellungen als ich. Oben rechts habe ich mir jemanden. Hast du da nicht so schön? Kindersymbol? Nee. Ja, da hast du eine andere Einstellung wahrscheinlich. Weil bei mir ist die Karte komplett groß, du hast wahrscheinlich permanent diese Karte zu rangezoomt. Oh, schön. Ja, genau, geh auf den Hasen. Perfekt. La Gombi. Ah, schön. Na, reitest du wieder? Ja, ich hatte mal Bock, ein bisschen zu reiten. Muss auch mal sein, immer probiert. Ja, mach schon mal mit. Und das war's. Noch ging schneller als der große GG. Aber auch nur dank der Feuerschwäche, die er hat. Der andere haut schon wieder ab. Feigling. Tja. So ein Feigling, ey. Tja. Den Alkohol hätten wir auch noch machen können. Naja. Wie lange haben wir jetzt gebraucht? 15 Minuten? 16? 14? Ja, dafür, dass es halt, wie gesagt, normalerweise schwerer wäre. Ja, es ist noch eine eigenständige Quest, die gehen ja mal noch. Wenn du später die größere Monster hast, der hast du auf jeden Fall länger dran zu tun. So, dann noch ein bisschen Honig holen. Ja, eben. Für Megatränke. Bisschen Dünger. Ui. Gut. Good job, buddy. Good job, buddy. GG. Ja, haben wir ja zwei Bosse gut erledigt und dann. Ja, freut euch schon mal auf die nächste Folge, denn da wird der nächste Boss erledigt. Ha, ha, was für ein Zufall. Oder die nächsten zwei nochmal. Ich bedanke mich jeweils ganz herzlich beim White Moon. Wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge mit dem White Moon und ich bin euer Tro. Haut rein. Tschö, tschö. Tschüss. See you.